Ja, so ein großes Problem heutzutage, was die Düngung angeht, ist, dass ein Großteil der Dünger, die wir aufs Feld ausbringen, gar nicht bei der Pflanze, die wir düngen wollen, ankommen, sondern zum Beispiel ausgewaschen werden kann, Oberflächengewässer überdüngen, unser Grundwasser verschmutzen oder in gasförmige Verbindungen umgewandelt werden kann und dann in Form von klimarelevanten Gasen zum Treibhauseffekt beiträgt. Ein Biofactor ist ein großes EU-Verbundprojekt aus Forschung, Entwicklung, aber auch aus der Industrie mit dem Auftrag zu untersuchen, ob es möglich ist, mithilfe sogenannter Bioeffektoren den Düngemitteleinsatz zu reduzieren. Bioeffektoren sind Mikroorganismen oder bioaktive Substanzen, die in der Lage sind, Pflanzenwachstum zu stimulieren, Nährstoffe besser verfügbar zu machen, ohne aber selber Nährstoffe mit in das System reinzubringen und das weiter zu überdüngen. Die wichtigsten Pflanzen in unserem Projekt sind Mais, Weizen und Tomate. Diese Pflanzen haben wir deswegen ausgewählt, um damit repräsentative Kulturpflanzen auszuwählen, die weltweit von Bedeutung sind. Im Vergleich zu breitflächiger Ausbringung von Dünger, wenn man Düngermittel direkt platziert, hat dann die Kulturpflanzen das Vorteil, dass sie an dieser Wurzel ganz nah sind und können dann so dadurch die Nährstoffe rechtzeitig und in ausreichenden Mengen von dem Boden aufnehmen. Ja, die Pflanzen werden allgemein vom Stress beeinflusst, vor allem unter Feldbedingungen, weil da natürlich auch Wetter eine sehr große Rolle spielt. Wir haben die Kältestressversuche schon im Labor, im Gewächshaus getestet. Dieses Jahr sind wir wegen den positiven Ergebnissen das erste Mal auf das Feld gegangen. Und wir haben zum Beispiel erhöhtes Wurzelwachstum beobachten können oder auch einfach mehr Biomasse, dass die Pflanze allgemein besser dargestanden ist und auch, dass sie gegen den Kältestress etwas toleranter wurde, dank den Bioeffektoren als die Kontrolle. Also es geht um die quasi die Fähigkeit, die Wurzel zu besiedeln. Das ist eine essentielle oder wichtige Eigenschaft der Mikroorganismen ist, die wir testen. Am Ende haben wir oder erhoffen wir uns eine bessere Nutzungseffizienz der Nährstoffe und einen höheren Ertrag für den Landwirt. Das Projekt wird ganz sicherlich den Landwirten mehr Informationen darüber bieten können, unter welchen Bedingungen sie welche Bioeffektoren besonders erfolgversprechend einsetzen können. Wenn es gelingt, das tatsächlich über den größeren Anwendungsbereich zu erreichen, zum Beispiel im Gemüsebau als Ganzes, dann könnten natürlich enorme Düngemitteleinsparungen, finanzielle Vorteile für den Anwender und natürlich damit verbunden auch die positiven Effekte, die für die Umwelt damit verbunden sind, erreicht werden.